Bitte sagt es niemandem. Ach, er hat einen 20-Dollar-Schein dran geklebt. Denkt ihr, er kann uns so billig kaufen? Nein, du weißt doch gar nicht mehr, was wir nicht verraten sollen, stimmt's? Also, wenn Geld nicht genug ist, euch davon abzuhalten, mich zu verraten. Ich habe selbst auch ein bisschen gegraben. Was, wenn das an die Öffentlichkeit gelangt? Hören Sie, Rektor Brown. Erstens war das eine Phase. Und zweitens haben wir uns schon so oft geschämt, dass wir wahrscheinlich gar nicht mehr dazu in der Lage sind. Chemisch, meine ich. Der Arzt sagt, wir haben kein Schamosteron mehr. Ich werde es Ihnen zeigen. Wie Sie sehen können, besteht das Gehirn aus Bereichen, die für Emotionen zuständig sind. Das ist die Wut. Die Traurigkeit. Und das hier? Keine Ahnung. Aber das hier ist die Schamdrüse. Wie Sie sehen können, ist sie ausgetrocknet. Alter, setzt du mich bitte wieder zusammen? Klar! Und? Ihr Tor, Eiland, das seid hinverkehrt zusammen. Ha, danke, sehr viel besser. Gumball und Darwin Watterson, bitte sofort zum Rektor. Ach, was ist jetzt wieder? Jungs, ich glaube, ich verliere den Verstand. Na, endlich. Ihnen ist jetzt klar, dass Sie ein Problem haben. Ich habe überall gesucht, in der Schublade, unter meinem Schreibtisch, hinter dem Regal. Moment, wovon reden wir hier? Meine Brille, ich finde meine Brille nicht. Sie haben sie auch? Oh nein, nein, ich meine meine Ersatzbrille. Nun, vielleicht ist sie ja in diesem Safe. Sie legen eine Brille in ein Safe? Ich sehe sie nicht. Oh doch, doch, sie liegt ganz hinten, ihr müsst tiefer reingehen. Sie wollen uns hier einsperren, nicht wahr? Glaubst du mir, wenn ich Nein sagen würde? Also, Rektor Brown, das ist lächerlich! Wenn Sie weiter Ihre Zeit mit uns verschwenden, statt Ihre Arbeit zu tun, wird die Schule auseinanderfallen! Oh, Entschuldigung. Okay, wollen Sie wirklich etwas für uns tun? Alles. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Natürlich. Gut, dann kümmern Sie sich um die Schule. Ja, ja, natürlich, na klar. Ich muss mich um die Schule kümmern, dann sind all meine Probleme gelöst. Danke, Watterson. Ich muss einfach diesen Laden hier in die Luft sprengen. Ja, ganz genau. Ich habe nur die hier gefunden. Das würde das Geräusch erklären, wenn er läuft. Hat er gerade gesagt, er will die Schule sprengen? Wir müssen Alarm auslösen. Bist du verrückt? Das würde eine totale Panik auslösen. Wir müssen ihn einfach nur stoppen, bevor er die Schule in die Luft sprengt. Wer will die Schule in die Luft sprengen? Nein, wir haben nur gerade festgestellt, dass die Luft Sprengkraft hat. Verstehst du? Poesie und so weiter. Hilf mir mal. Warum hast du das gemacht? Es durfte doch niemand wissen. Und du hast gezwinkert. Ja, aber ich wollte nur... Egal, jetzt los. Rocky, die Schlüssel zum Heizungskeller. Ich sprenge die Schule in die Luft. Oh, klar doch. Du solltest wegrennen. Es ist der kleine Blaue. Manchmal klemmt er. Dann müssen Sie einfach ein bisschen Rektor Brown für die Schule sprengen. Nein, 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 nein. Das meint ihr nicht so. Es ist nicht so, wie du... Heia! Heia! Moment mal. Versuchst du, mich umzuhauen? Wenn es keine Schule mehr gibt, kann ich auch nichts verlieren. Ach, verzeihen Sie, Rektor Brown. Schaffen Sie die Kinder raus. Ich werde die Schule in die Luft sprengen. Warten Sie, was wollen Sie sprengen? Okay, genug Gewalt. Ich mach das diesmal. Es tut mir leid, Coach. Was wird das? Ich versuche, einen Nervenstrang abzuklemmen, aber er liegt tief. Ich probiere was anderes. Funktioniert angeblich bei Kühen. Ich muss diesen Laden in die Luft sprengen. Rektor Brown will die Schule in die Luft sprengen. Ist das mal? Das stimmt so nicht. Wartet, Kinder. Ich muss eine symbolische Geste des Protests machen. Halt! Im Namen der Liebe! Wenn es keine Schule mehr gibt, kann mein Ruf nichts passieren. Schnell, rette dich, Lucy! Ich dachte, das...